Hallo und willkommen zurück zu Prey. Ich wollte jetzt mal gucken, ob ich hier was machen kann. Ich bin nicht so ganz sicher, wie das funktionieren soll. Wir schauen jetzt nochmal unten. Was war das hier für eine Tür? Au, heiß, heiß. Toll. Komme ich da runter? Was alles hier für ein Müll rumliegt. Ich räume mal gerade was weg. So. Schade, dass ich da nicht raus kann. Egal. Jetzt hänge ich fest. Und ich brauche meine Glugern. Das ist nicht meine Glugern. So. Ich will mich nicht wieder verbrennen hier. Das Telefon brennt auch. Es geht da irgendwie komisch durch. Keine Ahnung. Inge. Hi! Wo kommst du denn jetzt noch her? Scheiße. Ja. Warte, warte, das ist ja nicht. Das ist gerade durch mich durch, aber es ist nicht tot. Scheiße. Das ist nach unten. Okay. Hat ja leider ordentlich Schaden genommen. Seine Überreste brennen auch. Kann ich da trotzdem irgendwie ran? Sehr gut, das war nämlich Munition. So, jetzt muss ich nochmal mal diesem Luftding da. Warte, ich muss doch hier ein bisschen was auffüllen. Oh Gott, ja, ist wieder alles. Ach, ich sollte mal das hier benutzen. Das neigt sich schon wieder alles dem Ende zu. Mich gerade noch mal überlegen. Bin ich denn da vorhin reingekommen? Hätte ich dich noch nicht gelootet? So, hier genau. Hier ist die Lüftersteuerung. Ich müsste sie auf jeden Fall anhalten und dann muss ich, glaube ich, versuchen, das zu entblockieren. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Ich habe auch nur 30 Sekunden Zeit. Ist die Frage, wenn ich da ein eine Recycler-Ladung nehme, ob das das Metall recycelt vielleicht? Das ist übrigens der Operator da hinten. Diese Musik immer, wenn man diese Angriffsmusik ist, der Operator die ganze Zeit. Ist ein bisschen störend. Okay. Also ich könnte das irgendwie mit der Hand rausziehen, denn eine Waffe. Ich wüsste nicht, welche Waffe da jetzt irgendwie das zurückstoßen könnte. Ich werde mal schnell speichern und Lüfter abschalten. So, jetzt gehe ich mal direkt dran. Kann ich da. Oh, ist. Ja, okay. Es reicht schon, das wegzukicken. Warte, du bist aber immer noch. Ich das vielleicht mit dem Megabolzen machen. Oh ja, gut. Ich hätte es auch mit der Hand machen können, übrigens. Jetzt muss ich hier nur schnell wieder rauskommen. Okay. Ich dachte, also das Rohr wirkt jetzt sehr leicht. Ich hatte nicht erwartet, dass man das echt einfach so. Das Ding quietscht dann noch in der Gegend rum. Dass man einfach so halt hätte nehmen können. Egal. Hat ja geklappt, so oder so. Und wenn die Lüfter jetzt wieder laufen, kann ich die Dekontaminationsdingens einleiten. Von oben jetzt allerdings wieder.
Nochmal drum rumlaufen. Wie komme ich da so mal rein? Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe hier gerade keine Orientierung. Ich bin irgendwie da hochgekommen. Was ist das für ein Operator? Warte mal, ich will gerade mal gucken. Das ist wahrscheinlich für meinen Anzug, oder? Ja. Inspektion läuft. Ihre Anzugsintegrität ist nominal. Haben Sie die Öffnung frei? Ja, genau. Ich habe nämlich jetzt schon meinen Anzug so repariert. Egal. Ah, da ist die Treppe, glaube ich, die ich brauche. Ich bin nur zu fett, hier durchzukommen. Toll. Hätte ich mal quer durchquetschen können, aber nein. Treppe war, glaube ich, die ist, glaube ich, direkt nebendran, ne? Neben dem. Ja, gut. So. Und jetzt das Programm starten. Ja, aber habe ich doch jetzt gemacht. Die laufen doch jetzt. Hä? Das verstehe ich nicht. Ach, Spiel, mach mich fertig. Wie das alles hier brennt. Die laufen. Okay, ich muss mir nochmal angucken. Da ist immer noch was drin. Ist das wieder reingegangen? Lass mich verarschen. Ich muss wieder auf die andere Seite. Warum ist das denn jetzt wieder drin? Ist doch gar nicht umständlich. Bäh. Ich wollte hoch. Hilfe! Ja, nicht durchs Feuer. Wie habe ich das denn eben gemacht? Bin ich denn nicht da hoch? Ja. So, Lüftung halt wieder aus. Warte, hier nachladen. Ich nehme mal das da in die Hand. Abschalten. So, hier ist halt immer noch irgendwas. Es blitzt noch, aber eigentlich ist das Ding weg. Also das Rohr selbst ist ja weg, da liegt's. So. Draufhauen hilft bestimmt. Hätte ich da noch irgendwas machen müssen? Okay, warte, ich muss auf die andere Seite. Nein, warte. Jetzt. Der Lüfter ist immer noch kaputt. Wie repariert man den? Keine Ahnung. Ja. Puh, dann, ja, was... Hä? Dass vielleicht ein Bug ist, dass das eigentlich... Dass das irgendwie nicht registriert hat, dass ich das Ding da rausgenommen habe, oder? Ich weiß nicht. Ich nehme mal Diagnose. Trifft der drei klemmt. Aber wieso denn? Die haben ihn doch befreit. Wisst ihr was? Ich lade nochmal, falls das nämlich ein Bug ist.
Das ist nämlich das Einzige, was ich jetzt gerade irgendwie mir vorstellen kann. Dadurch, dass ich halt das nicht in der Hand hatte, dass dann das Spiel nicht gerafft hat, ich habe es weggenommen oder irgend sowas. Deswegen erstmal überprüfen, was mir das Spiel auch sagt. Es klemmt. Also, ne? Das hier so in der richtigen Reihenfolge. Jetzt abschalten. Und dann. Au. Wow, das war nicht so gut. Dann nehmen wir das nämlich jetzt in die Hand. Und schmeißen es wirklich weg. Muss ich nur schnell wieder rauskommen. Wie immer. So, jetzt bin ich mal gespannt. Na, jetzt blöderweise in einen der Lüfter nochmal reingesprungen. Das war ein bisschen schmerzhaft. Lüfter sind wieder angegangen. So, dann machen wir jetzt nochmal einen Check. Sieht schon viel besser aus. Überprüfen. Alles okay. Gut. Dann rüber. Ich meinte natürlich dann rüber. Ich habe schon wieder die Treppe verpasst. Ne? Und jetzt sollte es aber gehen. Dekontaminationsprozedur eingeleitet. Sauerstoffzufuhr beginnt in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, das wird aber sehr schnell runtergezählt. 3, 2, 1. Vorgang läuft. So, und jetzt, was habe ich? Welchen Vorteil habe ich jetzt dadurch? Ist kein Sauerstoff mehr hier drin. Deswegen sieht übrigens auch das Feuer aus. Sehr gut. Was habe ich dadurch gewonnen? Dass jetzt nichts mehr brennt. Die Lüfter laufen noch. Ich bin nicht ganz sicher, was. Ich habe gehofft, dass da irgendwie vielleicht, keine Ahnung, die Schutzschilde runtergehen oder. Weil ich dachte ja irgendwie, dass ich halt da rein muss. Dekontamination erfolgreich abgeschlossen. Bereithalten für Oxygenierung. Sauerstoffwerte normal. Sauerstoff ist wieder da. Ich muss nochmal auf die andere. Es brennt wieder dort. Eventuell kann man das ja nochmal wiederholen jetzt. Ich muss jetzt erst nochmal rumgucken. Was der Sauerstoff eigentlich nur macht, also was das Ding die Dekontamination nur macht, scheinbar ist, dass es halt den Sauerstoff wegnimmt. Die Lüfter bleiben an. Leider bleiben auch diese, ich nenne es jetzt mal Schutzschilde der Gläser hier für die Fenster an. Weswegen ich da immer noch nicht reinkomme. Oder vielleicht auch doch. Das habe ich vorher nicht gesehen hier. Kommt man da? Da müsste ich doch reinkommen, wenn ich mich klein mache. Ja, die Frage ist nur, wozu macht man dann den Sauerstoff aus? Ich meine, das Feuer löscht man dadurch kurzzeitig, aber das braucht man eigentlich nicht. Warum macht man sich die Mühe? Das habe ich noch nicht ganz verstanden jetzt. Na gut. Dann brauche ich einmal das hier. Ich muss irgendwas, ups, irgendwas fallen lassen aus meinem Inventar. Ich drücke heute da die falschen Tasten, dass man so viele Spiele parallel spielt. Was ist denn klein genug? Ich brauche vielleicht nur so eine Platine. Dazu, will ich das erstmal teilen.
So, und dann lassen wir die fallen. Okay. Joaha, wenn ich jetzt... Oh, das ist nicht wahr. Jetzt bin ich durch das doch... Diesen einen Ritz da jetzt echt runtergefallen. Das ist nicht wahr. Okay. Ich muss... Von hier aus. Ja, ich... muss gleich dann auf dich draufhauen. So. Okay. Ich habe sie gefangen. Ganz ehrlich, das mit der Rohrzange geht genauso gut wie mit dem Taser, muss ich sagen. So, jetzt haben wir erstmal das. Ich von hier aus das Ding wieder nehmen? Nein. Moment her. Das ist die Sauerstoffkontrolle. Da habe ich jetzt auf jeden Fall den Loot, den ich wollte. Leider kein Minikit. Ein Lüfter. Eine Notiz. Im Lagerraum neben dem Graph-Lift sind weitere Sauerstoffflaschen. Okay. Neuer Code für den Lagerraum. Noch ein bisschen Loot. Wasser trinken bringt mir noch nichts. Noch kein Psycho-Wasser. Ja, keine Ahnung. Das Zeug. Also habe ich jetzt einen Code und ein kleines Loot bekommen. Na gut. Was genau habe ich eigentlich getrieben? Das ist irgendwie so, hä? Okay, Hauptsache mal gemacht. Wir gehen weiter. Ich suche immer noch den Frosty. Da hinten. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Locker Room, das ist immer gefährlich. Um zu umkleiden. In diesem Spiel. Ich glaube, ich war schon drin. Ja. Oder? Mann, Mann, ich muss looten. Musik gerade. Bling, 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 blum. Atmosphärenkontrolle. Ah ja, schön. Dekontaminieren. Oder so. Jo, jetzt. Raum neben dem Lift. Ja, das ist nicht der Lift. Oh. Da war noch was. Waren wir da drin? Die Scheibe sieht wieder so ganz aus. Noch ein Waffen-Upgrade hier. Zwei Personen haben Ausrüstung ausgeliehen und noch nicht zurückgebracht. Okay. E-Mail. Erinnerung an Ausrüstung. Das war das mit dem Alien, ja. Okay. Oder der im selben Bild da hängen. Ansonsten habe ich sehr viel Loot übersehen, sollte ich hier schon gewesen sein. So, die Richtung habe ich, das ist Cargo Bay, habe ich mehrere Ziele. Aber Frost wird mir irgendwie in der Richtung angezeigt. Komme ich noch irgendwie zu dem hin? Das war, glaube ich, Besatzungsquartiere, ne? Der Frost. Ohne Medibay. Ich erinnere mich an dich, Medibay. Beantragen neuen Operator. Komm her, heile mich. Ich brauche noch einen Psy-Typen. Von denen gibt es immer viel zu wenige. Transport.490 Medizin-Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Diagnostiziere. Sie hatten wohl einen harten Tag. Der Schweiß. Alle Fälle.
voll. 150. Shit. Gleich sterbe ich, ne? Speichern. So. Frost 17 Meter. Da muss ich irgendwie jetzt direkt drankommen können, eigentlich. Da liegst du. Okay. Sekunde. Das ist das Ding. Muss ich gerade mal was rausschmeißen, beziehungsweise ich würde mal das Waffen-Upgrade einsetzen. Und mal vielleicht hier mal Effizienz. Gut. Jean, ich bin's, Mariana. Ich komme nicht rein. Und die Luftschleuse am Kraftwerk ist irgendwie versperrt. Außerdem ist da noch was. Ich habe was gesehen, als ich die Sauerstoffstation überprüft habe. Eine eiförmige Masse. So groß wie ein LKW. Schwer zu sagen, weil ich nur den Umriss sehen konnte. Ich meine, vielleicht waren das nur Trümmer oder lose Rohre. Keine Ahnung. Aber ich hatte eine Heidenangst. Gott, ich klinge wie eine Verrückte. Ich muss einfach durchatmen. Ich versuche es mit einer anderen Luftschleuse. Ich melde mich wieder. Okay. Oh, Blut. Ich muss mal wieder recyceln. Ja. Alles voll. Okay, dann haben wir jetzt. Was mache ich denn jetzt mit dem Ding? Hier. Ich müsste nochmal zur Wasserversorgung zurück, oder nicht? Haben wir das irgendwie als Quest? Das war das Tracking-Arbeit. Fliehe. Töte den falschen Koch. Den Typen werde ich wahrscheinlich nie finden. Kühlmittelüberwachung im Kraftwerk. Mr. Techniker. Psychowasser. Ja, und jetzt? Es ist aktiviert. Das muss ich wahrscheinlich schon irgendwie in die Wasserdingens geben, ne? Wieder in die Wasseraufbereitung. Komme ich denn da jetzt wieder hin? Wo war die denn? Scheiße. Die müsste ja zwischen hier und dem, wo ich vorher war. Kraftwerk. Interessanterweise wird es mir da nicht bei den Quests mit angezeigt. Komisch, ne? Man kriegt es nicht angezeigt. Es ist irgendwie nicht so ganz klar, wo man es machen soll dann. Das ist wahrscheinlich, weil die Dings nicht auf der Karte ist, diese Wasserdingens, wo man es... Übrigens, draußen regnet und stürmt es. Ich weiß nicht, wie sehr man den Regen an der Scheibe prasselt in der Aufnahme hört. Sorry, falls ihr komische Hintergrundgeräusche habt heute. Dann ist das das. Dadurch bin ich nicht von hier gekommen. Weil ich denke, das gehört ja zur Lebenserhaltung. Zum einen halt die Atmosphärenkontrolle, zum anderen Wasser, ne? Ja, ich glaube schon, das war hier. Okay. Da war doch auch der Fabrikator, ne? Irgendwo in einer Ecke. Den Weg habe ich doch das letzte Mal ein paar Mal gemacht.
kann ich nämlich auch gerade noch recyceln. Das sieht eklig aus. Mir das Ding gerade nochmal angucken. Ein experimentelles Gerät, das psychoaktive Partikel in die Wasserversorgung leitet. Jetzt ist halt die Frage, wo man das dann hier reinstopft. Weil das sieht halt auch nicht mehr alles wirklich intakt aus und ist teilweise schon verschmutzt. Mich nach ganz unten. Das war nur dieses Aalbecken, sage ich mal. Muss ich das eigentlich wieder schließen? Nee. Es ist halt interessant, dass man dafür jetzt keinen Questmarker hat. Ist nicht dramatisch, aber es ist irgendwie ein bisschen jetzt schwierig halt, würde ich sagen, herauszufinden, wo das Ding hin muss. Ich recycle mal eben. Dann den ganzen Schrott. Habe ich sonst noch irgendwas doppelt? Die eine Pistole konnte ich leider nicht mitnehmen. Ich habe ziemlich viel von denen, aber die behalte ich erstmal. Geh mal da hoch. Also ich guck mal, ob man da irgendwas machen kann. Irgendwie werden wir das schon rausfinden. Da, wo wir die Quest vielleicht bekommen haben, das heißt da oben. War das nicht da irgendwo in so einem... Ja, irgendwo oben, glaube ich. War ich an irgendeinem Computer? Da vielleicht. Schatzsuche. Okay, ich habe wieder irgendwas gesehen. Gibt es eine Zahl? Keine Ahnung. Das war der Alkoholiker hier, dem so im Raum. Ich kann hier die Steuerung sperren, falls ich das irgendwie müsste. Ich suche jetzt halt nach Geräten, Dinge, wo ich das reinstopfen kann. Was hatte ich denn... gesehen eigentlich von unten, ich weiß nicht. Das hier. Genau, vielleicht kann man das irgendwie, weil das so eine Klappe hat, aber... Ich nehme eine zweite Rohrzange mit. Ich dachte halt, das ist das Einzige, was irgendwie... man irgendwie Zugang zu den Behältern hat, was ich bisher gesehen habe. Water Quality Lab. Da bin ich irgendwie reingekommen auch. Ah, warte. Hier vielleicht. Da war irgendwas eben mal mit F. Da, platzieren. Cool. Okay, das heißt, wenn ich jetzt Wasser irgendwo her trinke, müsste ich Psi bekommen. Und das kommt keine Minute zu früh. So.
cool. Ich dann möglichst bald auch mal ausprobieren. Hier zum Beispiel. 59. Lief das schon? Du brauchst noch einen Moment. Ich dauere das auch noch ein bisschen. Ich weiß nicht, muss ich sonst noch was machen? Das hat sich ja eigentlich aktualisiert, das Quest. Ja, müsste jetzt eigentlich abgeschlossen sein. X ist abgeschlossen, Anzeige. Ja, mal sehen, was passiert, wenn ich das Wasser der Trinkbrunnen trinke. Okay. Also da hat noch nichts getan. Vielleicht muss ich einfach mal einen Moment warten. Ah, oh, sehr schön, wenn das funktioniert hätte. So, mehrere Ziele, mehrere Ziele. Und ja. Welche Richtung möchte ich denn? Erst nochmal zum Fabrikator. Ich wollte eigentlich nochmal zurück. Ich will gerade mal schauen. Ich bräuchte auf jeden Fall noch Pistolenmunition und Neuromods sind natürlich auch nie verkehrt. Und das Psi bräuchte ich nur, wenn das mit dem Brunnen jetzt nicht geklappt hätte. Neuromods. Ach ja, stimmt. Ich muss erstmal. Ja, ja, richtig. Ich muss erstmal das die Copyright-Schutz da wegmachen. Erstmal Munition. Das hat Priorität jetzt dann auch. Wie viel würde das... Wie viel kosten die nochmal? Sieht man das? Ich glaube 2. Okay. Ich spring mal wieder um, ich hab's verstanden. Ich habe noch 9. Ah, ich warte mal. Okay. Schön. Dann gucke ich jetzt, dass ich halt diesen Kopierschutz loswerde. Das heißt, da muss ich zur Neuromod-Abteilung zurück. Das ist ein bisschen noch ein Stückchen. Ich hoffe, ich gehe den richtigen Weg. Sehen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.